Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Vatertag und das Hallo meine Lieben geht an meine YouTube-Kolleginnen und Kollegen, an meine Freunde, Kollegen bei den Zeilenspringern, bei den Buchsüchtigen 2.0, an meine Blogger-Kollegen bei Facebook. Ich hoffe, ihr seht dieses Video alle, denn dieses Video ist wieder ein Video, was mit dem Titel Herzensangelegenheiten übertitelt wird, also den Titel hat Herzensangelegenheit. Und zwar möchte ich euch gleich ein Buch vorstellen, ein Buch, was ich vor Monaten schon, das muss irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein, im Februar, kann sein, dass es im Februar gewesen ist, bei einer Booktube-Kollegin gesehen habe, und zwar bei der lieben Mona von Kleine Moni. Die hatte damals das Buch als Rezi-Exemplar vom Heine Verlag bekommen und hat es demnach gelesen und rezensiert. Und mich hat das Buch sofort angesprochen. Ich bin losgelaufen, habe es mir gekauft und es ist dann erstmal auf meinem Sub liegen geblieben. Knapp 2,5 Monate, meine ich. Bis die liebe Jenny von Das Blondinchen sich das Buch auch gekauft hat und wir dann entschlossen haben, das Buch im, was haben wir jetzt, April, im April, nee, gar nicht mal im Mai, jetzt Anfang Mai zusammen zu lesen. Und das haben wir auch getan, jeden Tag 70 Seiten, dementsprechend waren wir in knapp einer Woche durch und ich spreche von dem Buch, was ich euch jetzt hochhalten werde. Und zwar spreche ich von Red Rising von Pierce Brown, erschienen im Heine Verlag. Ich finde, es sieht unheimlich toll aus, so dunkel und dann Red Rising schön in Rot und die Person, die hier auf dem Cover ist. Ja, ich finde, das sieht unheimlich toll aus. Das Buch hat knapp 560 Seiten und ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Es hat mir sehr gut gefallen. In dem Buch geht es um Darrow. Darrow ist ein Roter auf dem Mars. Das heißt, die Roten leben in den Minen des Marses und er gehört zu den Höllentauchern, beziehungsweise ist er ein Höllentaucher. Heißt, er fördert Rohstoffe zutage, um den Mars bewohnbar zu machen. Er mit seiner Familie, seiner Frau Eo und eben all den anderen Roten leben in den Minen des Marses und versuchen, die Oberfläche bewohnbar zu machen. Das heißt, sie gehen davon aus, dass auf der Oberfläche eben einfach noch nichts ist. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist es so, dass ja, Eo und Darrow, dass Eo für Darrow eine Überraschung hat und das geht dann allerdings in die Hose, weil das, was die beiden tun, verboten ist. Und dann steigen die großen, ja, die Roten arbeiten lassen vom Olymp runter, bestrafen Eo und Darrow. Und Eo wird sogar aufgrund einer Sache, die sie macht, zum Tode verurteilt. Und lässt im Endeffekt Darrow todtraurig zurück. Und sie lässt ihn, ich kann das so schwer beschreiben, sie lässt ihn, ja, mit dem Gedanken an ein besseres Leben zurück. Ja. Und dann passiert etwas, nämlich, dass Darrow herausfindet, dass die Roten nicht die Vorreiter auf dem Mars sind, so wie es ihnen immer verkauft wird. Das heißt, dass sie nicht die Ersten da sind und der Mars noch nicht bewohnbar ist, sondern dass auf dem Mars tatsächlich schon die Goldenen sind, dass der Planet ist bewohnbar, der Planet ist perfekt, so wie er ist. Die Goldenen leben in Luxus und Perfektionismus und Schönheit und sie stehen eben über allem und das findet Darrow raus und das ist eine Ungerechtigkeit, die er so nicht hinnehmen kann, nicht hinnehmen möchte nach dem Tod von Eo und versucht eben einfach für seine Familie jetzt in die Bresche zu springen und ja, für die Roten ein Leben auf dem Mars möglich zu machen. Ich habe euch jetzt nichts vorweggenommen, das passiert im ersten Fünftel des Buches, ist so die Einleitung. Man lernt am Anfang die Welt von Darrow, also man lernt die Minen, das Leben in den Minen kennen, wie es den Roten dort geht,
im Dreck, wenig zu essen, kaum Trinkwasser, kaum Duschwasser, wie schwer sie schuften und dass sie trotz allem einigermaßen glücklich sind, weil sie eben denken, dass oben auf der Oberfläche nichts ist, wofür es sich zu leben, zu kämpfen lohnt. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass Darrow erst 16 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, warum das in Amerika so gehypt wird. Doch, also ich weiß es schon, in Amerika ist eben einfach 16 ein Alter, was unheimlich gehypt wird. Sweet 16 wird dort ja auch ordentlich gefeiert. Also für die Jugend ist das eine unheimliche tolle Altersstufe, diese zu erreichen. Und deswegen sind auch in vielen amerikanischen Romanen die Protagonisten erst 16. Mich hat das so ein bisschen gestört am Red Rising, dass Darrow tatsächlich erst 16 sein soll. Ich finde, man hätte ihn genauso gut schon 21, 22, 23 sein lassen können. Das hätte der Story mit Sicherheit keinen Abbruch getan. Das Buch spielt über einen Zeitraum von einem Jahr. Das heißt, Darrow macht eine unheimliche Entwicklung durch. Nicht nur was seinen Antrieb für den Kampf angeht, sondern auch insgesamt. Er macht eine körperliche Entwicklung durch und er macht eine geistige Entwicklung durch. Und man merkt schon, dass er vorher ein Mann, ein 16-jähriger Mann gewesen ist und nun aber auch tatsächlich körperlich, geistig reift. Das finde ich, ist sehr gut gelungen in dem Buch. Das Buch hat viele kämpferische Szenen, also wer die Tribute von Panem mag, die sind ja auch relativ brutal geschrieben, der mag auch Red Rising, also Red Rising ist auch relativ brutal geschrieben. Wer so ein bisschen ein schwaches Gemüt hat, der sollte das Buch auf jeden Fall nicht lesen. Wen das nicht so abschrecken kann, der sollte Red Rising auf jeden Fall zur Hand nehmen. Ja, wie gesagt, also damit habe ich die Zielgruppe eigentlich schon angesprochen. Wer die Tribute von Panem mochte, der wird mit Sicherheit auch Red Rising mögen. Red Rising ist so ein bisschen mehr noch nicht nur Dystopie, sondern auch Fantasy und ich finde auch so ein bisschen Science Fiction dadurch, dass es eben auf dem Mars spielt. Und die goldenen Schuhe an den Füßen tragen, wo sie fliegen können und so ein Krams. Also das ist für mich schon so ein bisschen mehr Science Fiction auch und viele Fantasy-Elemente. Und warum ich euch dieses Video drehe, ist nicht nur, weil ich das Buch sehr gut gefunden habe und dem Buch 4 Sterne gegeben habe. 4 Sterne bedeutet ja auch, dass immer noch so ein bisschen Luft nach oben ist. Ist mit Sicherheit da. Und mir sowohl der Protagonist Darrow als auch die Story, als auch die Nebenprotagonisten, die in dem Buch mit dabei waren, sehr gut gefallen haben. Sondern ich drehe dieses Video auch, um vielleicht so ein bisschen an meine Zuschauer zu appellieren und an meine Booktuber-Kollegen, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen und rezensiert haben, an meine Gefährten bei den Zeilenspringern, die ihr das Buch vielleicht noch nicht kennt, noch nicht gelesen habt. Schaut doch mal genau rein. An meine Bloggerkollegen, vielleicht an Silke von Fairy Books oder an die liebe Jackie von Bookaholic. Oder an Sonja von Sonja Lovin' Books. Vielleicht möchtet ihr dieses Buch ja doch nochmal beim Heine Verlag anfragen als Rezensionsexemplar. Ich denke mal, ihr werdet das mit Sicherheit bekommen. Denn dieses Buch ist der Auftakt einer Trilogie. Ich nehme nochmal das Herz zur Hand, damit ihr auch wisst, dass das eine Herzensangelegenheit ist. Dieses Buch ist eine Trilogie und eigentlich sollte der zweite Band, der da heißt Golden Sun, jetzt Ende April erscheinen. Davon sind auch alle ausgegangen. Dem ist aber nicht so, auch wenn es immer noch auf Lovely Books steht. Ich habe in 2 Buchhandlungen nachgefragt und es steht noch gar nicht fest, ob der zweite Band überhaupt ins Deutsche übersetzt wird. Das ist sehr schade. Also ich hatte das so gesehen, dass der zweite Band genauso aufgemacht ist, nur eben einfach Golden Sun heißt und der Mann hier und der Streifen hier in Gold oder Gelb gehalten ist. Das Buch sah unheimlich toll aus. Nur jetzt steht eben einfach noch gar nicht fest, ob es tatsächlich ins Deutsche übersetzt wird. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Verkaufszahlen einfach nicht hoch genug waren. Dementsprechend, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst euch das Buch als Rezi-Exemplar kommen. Lest es, rezensiert es, wie ihr es bewertet, ist natürlich wurscht, das ist eure Sache, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen und Freunde bei den Zeilenspringern und bei den Buchsüchtigen, wenn ich euch jetzt habe so ein bisschen Geschmack gemacht auf dieses Buch, dann kauft es euch und lest es. Vielleicht treiben wir damit die Verkaufszahlen so ein bisschen in die Höhe und auch der zweite Band und der dritte Band werden noch ins Deutsche übersetzt. Ich fände es sehr schade, wenn das nicht
so wäre und deswegen kriegt dieses Video den Titel Herzensangelegenheit. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt alle verstanden. Kauf das Buch! Kauf das Buch! So, ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Vatertag. Ich lade das Video jetzt gleich für euch hoch. Guckt euch nochmal dieses schöne Buch an. Red Rising. Ihr müsst es kaufen. Liebe Leute. So, ich hoffe, ihr habt meinen Wink mit dem Soundfall verstanden. Der war ja nur klitzeklitzeklitzeklein. Macht's gut, feiert schön, grillt ordentlich. Das Wetter ist ja so ein bisschen Mist, aber das macht nichts. Übrigens, Red Rising soll sehr gut sein. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Macht's gut, bye bye, ciao, ciao.